die Fassade von außen, Dachrinnen bauen, alles was dazugehört, das möchte ich heute mal ganz gerne unter die Lupe nehmen. Und zwar finde ich, dass das wichtigste Part mit von dem Gebäude ist sicherlich die Innenausgestaltung, was wir im letzten Folge gemacht haben und so weiter und so fort. Bin ich aber der Meinung, dass alles, was von außen kommt, das ist ja das, was man zuerst sieht. Das ist das, was man zuerst wahrnimmt und wo man meines Erachtens auch nah rangehen darf und auch soll, vielleicht auch mal bei einer Aufnahme, die man macht, und alles immer noch schön aussehen soll irgendwo. Ich bin Uli und damit herzlich willkommen bei Model Creation, dem Bastelkanal von Train Dreams. Und wir legen auch gleich los. Im Hintergrund sehen wir es ja schon, dass ich jetzt hier gerade was braun male. Klingt ein bisschen blöd. Das sind die Fensterläden. Das sind die kleinen Fensterläden, wo ich vorne die Aussparung reingemacht habe, wo ich bei der letzten Folge so weiß rübergemalt habe, wo ich sage, ist alles nicht weiter schlimm. Da kommen Fensterlädchen drüber und dann ist die Sache wieder in Ordnung. Dann sieht das alles wieder schön ordentlich aus, wie es sein soll. Ja, also wenn man das weiß, wo man irgendwo was drüber pinselt, dann kann man das durchaus mal machen. An dieser Stelle habe ich mir jetzt das Dach vorgenommen. Das hatte ich ja in der letzten Folge verspachtelt, wo ich gesagt habe, ist alles nicht weiter schlimm, sieht man alles irgendwo nicht mehr. Das ist auch der Fall, man sieht es nicht mehr wirklich. Und das ist natürlich hellgrau oder so mittelgrau oder elefantengrau. Ne, elefantengrau ist das nicht, das ist so mittelgrau. Ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall wird das gleich noch etwas dunkler gemacht. Die Fensterläden, die habe ich ja so gedruckt, dass die immer einen halben Millimeter diesen kleinen Steg drin haben. Oder gedruckt, ich sage immer gedruckt, Laser gecuttet. Und ich die rausbrechen muss sozusagen. Hier an dieser Stelle mache ich das Dach jetzt alt. Das sieht gewaltig aus, was ich da für schwarze Farbe auftrage. Aber ihr seht schon, wenn ich Wasser beimische, ich mache es vorher nass, ich trage die Wash auf und ich mache es nachher nass. Das rinnt regelrecht diesen Dach nachher runter. Das ist auch, na, was heißt gewollt? Es ist natürlich doch, gewollt ist das schon, weil ich will ja nicht, dass das ganze Dach schwarz ist. Aber das Interessante bei einer Wash, ihr seht, ich nehme die Farbe, die übrig steht jetzt unten auf, das ist kein Problem, dass die Wash nachhält. Ja, die bleibt nicht so dunkel. Die trage ich natürlich auch auf die Fassade hier auf. Und die habe ich ja letzte Woche schon oder letzte Folge schon grundiert. Das habt ihr gesehen. Wer es nicht gesehen hat, könnt ihr euch gerne die beiden vorigen Videos noch mit angucken. Ich verlinke die mal unten drunter, beziehungsweise ich habe eine Playlist für dieses Häuschen gemacht. Da könnt ihr euch gerne alles anschauen. Das verlinke ich oben in der Ecke. Eine Wash kommt hier drauf. Das muss alles schön dunkel werden. Das muss alles schön ungleichmäßig bemalt werden. Ihr seht jetzt, wie gleichmäßig das da war. Auch dort habe ich schon ein paar rote Flecken mit reingemacht, dass das später aussieht wie eben ein paar andere Steine. Seht schon, das Fenster unten in der Ecke an der Garage, das ist ja von hinten weiß. Das war Absicht. Das war wirklich so gedacht, dass man, wenn man sich das anguckt, als wenn in der Werkstatt was vor dem Fenster steht, das war natürlich jetzt auf der anderen Seite, ihr habt es vielleicht gesehen, und dass das Ganze irgendwo realitätsnäher, wollte ich sagen, realistischer rüberkommt. Und auch da hat man mal ein Fenster zugestellt oder sowas in der Art. Deswegen habe ich das so gemacht. Ich hätte es ja auch ausschneiden können. Ihr seht schon, wie oben das Dach heller geworden ist. Auch da kommt noch ein bisschen Wasch mit rüber, so dass eben verschiedene Teile da, da hinten, das hatte ich doch vorhin richtig schwarz gemalt. Ja, also keine Angst, wenn man jetzt mal sowas selber macht, man hat keine Erfahrung damit, die meisten werden es haben. Ruhig Wasch auftragen, dunkel auftragen, satt auftragen. Natürlich Stellen, wo man sagt, da soll nicht so viel, das nimmt man wieder ab mit einem Stückchen Zellstoff. Und dann ist die Sache okay. Aber wie gesagt, macht keine grauen Dächer. Es sei denn, ihr wollt es so. Also hellgrau, also saubere Dächer, nicht graue Dächer. Also es kann auch eine andere Farbe haben. Es muss nicht grau sein. Aber es sollte nicht immer zu ordentlich aussehen.
Oder wie gesagt, das Thema der Anlage ist so, dass alles perfekt wie aus dem Ei gepellt ist. Dann kann man das natürlich, oder dann sollte man es natürlich so machen. Wenn man aber ein bisschen realistischer was haben möchte, es kann ruhig immer ein bisschen alles versifter sein. Deswegen mache ich jetzt hier mit einem Pinsel. Der ist so ziemlich trocken. Der hat ganz, ganz, ganz wenig Farbe drin reinbekommen. Die ist so in der Mitte vom Pinsel. Und das kann man dann so schön ausstreichen. Ihr seht, wenn ich einen Dollar aufdrücke, dann kommt da noch so ein bisschen schwarz rüber. Das bleibt dann relativ dunkel. Hier habe ich eine Dachrinne gebaut. Da habe ich verschiedene Techniken versucht vorher. Das wollte ich eigentlich nicht alles zeigen. Wenn es interessiert, kann ich es gerne zeigen. Ich habe jetzt hier eine Dachrinne gebaut. Da musste ich selber schmunzeln. Aus einem Deckel von einem Joghurtbecher. Wer das nicht weiß, wie es geht, aber es ist ja eigentlich selbsterklärend, der kann das gerne schreiben. Ich mache auch gerne mal dazu ein Video, wie man so kleine Sachen bauen kann oder sowas in der Art. Und aber wie gesagt, ist ja relativ einfach. Deswegen habe ich es jetzt hier nicht gezeigt. Aber wenn einer Fragen hat, immer rein in die Kommentare. Ich versuche immer alles gerne aufzugreifen und zu beantworten. Werde ich natürlich auch hier auf diesem Kanal dann zeigen. Deswegen habe ich ihn hier eingerichtet. Bastelkanal. Ein bisschen nachformen muss man die Dachrinne natürlich auch. Ich habe sie an den Seiten jetzt nicht geschlossen. Das hätte man auch machen können. Das wäre auch möglich gewesen. Aber es gab auch durchaus Dachrinnen, die an den Seiten offen waren. Trotz eines Fallrohrs. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich bin ja sehr detailverliebt und ich habe auch schon Dachrinnen an den Seiten geschlossen. Das hätte man relativ einfach darstellen können. Ihr habt gesehen, ich habe mit der Schere gerade ein Stückchen abgeschnitten. In dem Fall hätte man dann das einfach ein bisschen rumgebogen, dann wäre die Seite zu gewesen. Das ist natürlich wirklich nur für Nahaufnahmen oder für die, die richtig dicht ran wollen. Diese Fallrohre, die ich jetzt hier mache, die habe ich aus 1,2 mm starkem Aluminiumdraht hergestellt. Den Draht habe ich meiner Frau aus ihrer Bastelecke gemopst. Sie macht so schöne Blumengestecke und sowas alles. Und den hat sie sich bestellt und der lag da nicht lange, bis ich ihn dann gehabt habe. Hatte. Und da habe ich natürlich aus diesem Draht, das hat sich wirklich angeboten. Aber ich habe sonst immer Messingröhrchen und sowas verwendet. Aber dieser Draht, ich fand den richtig passend, zumal er ja schon silberfarben ist und ich den zwar noch übermale nachher, aber wenn man da mal was nicht so trifft wie bei einem messingfarbenen, wenn du da mit Silber oder mit Grau rüber gehst, dann lugt das dann so vor. Und wenn natürlich der Draht schon silberfarben ist, hast du das Problem nicht. Dann ist es ja schon hellgrau. In irgendeiner Form. Worauf ich ja auch verzichtet habe, ist, dass ich die Dachrinnenhalter nicht dargestellt habe. Das Häuschen wird ja noch auf der Bahn verbaut werden. Das heißt, es kann sein, dass die Fallrohre noch ein bisschen verrostet dargestellt werden später. Und dann würde man das eh nicht mehr sehen. Es wird wahrscheinlich sogar so sein. Ich muss mal sehen, wie ich das Ganze noch gestalte, dass das, wo das praktisch hinkommt. Und das Häuschen wird wahrscheinlich relativ nah am Anlagenrand kommen. Das werde ich euch übrigens im nächsten Video, also nicht hier, sondern am Freitag bei Train Dreams zeigen. Ihr seht ja auch die vielen Kabel, die da unten rauskommen oder Litzen. Wie ich das Häuschen, wo ich es anbringe, wo ich es hinstellen werde. Und dann werde ich auch die Beleuchtung euch nochmal zeigen, wie genau das alles angeschlossen wird. Das kommt, wie gesagt, am Freitag. Diese Woche bei Train Dreams. Ich kann es daher noch nicht verlinken, weil das Video in der Zukunft liegt. Aber schaut einfach auf meinen Kanal, der ist unten verlinkt. Und dann könnt ihr euch das Video angucken. Das wäre dann, weiß ich nicht, am heute 21.06. entsprechend dann 3 Tage später. Auch wenn, ich weiß gar nicht, wann ich das Video einstelle. Also am Freitag nach dem 21.06. Die kleine Tür hier vorne im Hintergrund, die bekommt eine gelbe Fensterscheibe rein. Einfach damit noch ein bisschen Abwechslung reinkommt und das kennt man ja, dass bestimmte Türen auch so einen Glaseinsatz haben und die hatten früher auch immer, zumindest wo ich herkomme, hatten die immer so einen kleinen gelben
Fenstereinsatz drin. Kann auch weiß sein oder braun oder was weiß ich. Ist ja auch völlig egal. Die Türen hier vorne sollen aufstehen, deswegen habe ich es ja von innen auch mit dieser, ich sag mal, Tapete ausgearbeitet in irgendeiner Form. Die sollen also aufstehen, da kommt der kleine Käfer rein, den wir vorhin gesehen haben, dann kommt vielleicht noch ein Preiselein hin, was da gerade dran rumwerkelt und so weiter und so fort. Also hier soll Betrieb herrschen und deswegen kommt da ein Auto rein und oben natürlich das Schild, das habe ich nicht weiter verarbeitet, das habe ich direkt so wie es ist mit Lasercut beschrieben. Geht wunderbar, wunderbare Qualität, kann man sehen. Ihr seht auch, dass die Tür schon drin ist mit der gelben Scheibe. Die steht auch so ein kleines bisschen offen, so dass die ganze Sache belebt ist. Ja, wenn Türen überall geschlossen sind, ist da meines Erachtens kein Leben drin. Hier kommt natürlich ein Versuch mit einer Scheibe noch, die, oder mit einer Scheibe sage ich schon, mit einem Raum, dass ich überhaupt mal sehe, wie es ausschaut. Ich bin ehrlich, ich habe das nicht einmal vorher probiert, wie das überhaupt wirkt. Und dadurch, dass jetzt da drin dieser rot-grüne Anstrich ist, wer sich erinnert, in der letzten Folge haben wir das gemacht. Hier sieht man übrigens hinten, erstmal dazu haben wir das gemacht, da hat man natürlich so einen Warmton, der da rauskommt, ja irgendwo. Jetzt wollte ich schon wieder zum nächsten Thema übergehen, was natürlich völliger Blödsinn ist. Ja, wir sehen es jetzt hier schon. Hier leuchtet jetzt das Häuschen mit den Fenstern. Die Platine hat man eben rechts mal kurz gesehen. Und die Fenster, die gehen jetzt natürlich alle einzeln an und aus. Das konnte man einstellen. Da gibt es so viele verschiedene Modi auf der Platine, da würde ich jetzt gar nicht mal so drauf eingehen. Da kann man also riesengroße Häuser mit beleuchten, da kann man kleinere beleuchten. Ich habe hier den Zweifamilienhaushalt gewählt für diese Platine. Und ja, wie gesagt, das zeige ich euch in dem Video am Freitag bei Train Teams, wie ich das Ganze angeschlossen habe und wie es auf der Anlage geregelt wird. Ja, da kriegt ja nicht jedes Haus seine eigene Platine, das soll ja alles ein bisschen zentraler geregelt werden. Das heißt, wer das nach Modulen regelt und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das zeige ich am Freitag. Aber ich finde, das ist nett. Das kann man sehen lassen. Es ist wirklich schön. Jetzt leuchtet die Garage da unten auf, der Eingangsbereich. Andere Fensterchen sind wieder auf. Und wie ich eben schon geschrieben habe, oben drin, ich kann natürlich die Phase, die Leuchtdauer der einzelnen Räume wunderbar einstellen mit einem nicht mit einem Potti, das sind so kleine Drucktaster, länger und kürzer. Und das kann man bis zur Echtzeit hin treiben, wenn man das will, aber es soll ja auch ab und zu sich mal eine Lampe verändern, aber halt nicht so schnell, wie man es hier gerade sieht. Aber man hat eben die Möglichkeit, und das finde ich sehr, sehr schön dadurch, und es leuchtet bei dem Holz eben auch nichts durch. Also mir gefällt es ganz, ganz toll. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wie gesagt, Freitag 16 Uhr wird das ganze Häuschen nicht direkt schon eingebaut, aber da wird alles dazu erklärt noch, wie die Elektrik funktioniert und wie es angeschlossen wird bei mir auf der Anlage. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, wunderschöne Tage. Wir sehen uns am Freitag, sofern ihr mögt. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's schön gut, euer Olli. Tschüss.